Servus und herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Dieser Vlog ist nass und chronisiert, sage ich jetzt aber nichts mehr zu. Steht dann alles in der Videobeschreibung. Ja. Schaut mal, wie Potty. Ja, heute gehen wir nämlich mal mit Potty spazieren. Und schaut mal, wie süß Potty da durchs Gras läuft. Ey, das ist schon süß. Wie die da einfach durchs Gras läuft und ja, irgendwie rumschnuppert. Wahrscheinlich waren da schon andere Hunde oder. Ja, keine Ahnung, was da gewesen ist. Rehe, Hasen, Mäuse, was lebt noch alles für da? Wenn die Kommentare nicht wieder deaktiviert sind, ich kann da nichts dafür, dass die Kommentare mal deaktiviert sind. Das stellt sich von alleine so ein. Ich weiß auch nicht, wie ich das Problem beheben kann. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es geht. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was so in der Wiese rumgelaufen sein könnte. Es würde mich auf jeden Fall interessieren und ja, ey, das ist einfach süß, wenn so ein Hund da so rumläuft. Der Hund gehört meinen Großeltern und ja, die Windräder, ey, das sieht voll geil aus, wie die von der anderen Seite das angestrahlt werden und auf der Seite ist dann so dunkel. Alter, das sieht so geil aus. Einfach nice. Da rennen wir jetzt schon, rennen. Da gehe ich jetzt schon zum ersten Minispiel, denn heute wird es ein paar Minispiele geben. Auf dem Weg gibt es nämlich ein paar Minispiele und die Minispiele, die machen wir natürlich auch alle. Und, Alter, das sieht das geil aus. Das ist ja richtig nice. P! Nice. Alter, das sieht echt cool aus. Nice. Ja, hier zum ersten Minispiel. Die Waldtiere, ja, das ist halt ein Memory. Lest selber für mich, ist gerade hier beim Nachsynchronisieren etwas klein. Ja, da muss man die so antippen. Das habe ich erst nicht gecheckt, weil ich so dumm bin. Logisch. Ja, die muss man so antippen und ja. Okay, es geht ganz. Ja, mein Opa erklärt mir das dann mal. Ja. Erster. Habe ich das. Ja, dann. Regenwurm. Ja, hier. Fuchs. Regenbogenherz. Frosch. Eule. Ja, dich dummer Idiot, klick erstmal da drauf. Eule. Tannenzapfen. Libelle. Regenwurm hatten wir schon. Hirsch. Windrad. Wildschwein. Eidechse. Hühnchen. Fisch. So, ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's. So, laufen wir mal weiter. Schaut mal, Polly wälzt sich da immer so. Übrigens von der Serie Zombie. Ja, erkläre ich euch dann gleich. Es ist voll süß, wenn sich Polly so wälzt. Schütteln. Hecheln. Nochmal wälzen. Habe ich das hier doppelt reingeschnitten? Ach, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich so bis reingeschnitten habe. Alter, ich bin echt erschöpft gerade. Oh, wie süß sie durchs Gras läuft. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, Polly ist doch der Hund von Zombie aus der Serie Zombie.
Ja, das ist der Hund aus der Serie Zombie und daher kommt der Name. Nämlich hier von Poddy. Weil, ja, Poddy ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich den Hund von Zombie halt einfach auch so nennen musste. Ich war so gut wie dazu gezwungen, ihn auch Poddy zu nennen. Oh, da schnuppern wir mal rein, ne? Ja, süß. Und wieder ins Gras laufen. Nice. Alter, es ist voll schön, wenn die das so springt. Ist einfach süß. Aber schnuppern wir denn schon wieder. Wir waren da. War da schon wieder ein Reh, Hase, Maus? Ach, frag mich nicht, was da alles gibt. Was da alles lebt. Ja, ich bin übrigens in den Hof. Am Montag fahre ich wieder heim. Da wird es dann wieder ein langes Video geben. Ja. Vlog geht auch ziemlich lang. Also der erste Teil, den ich nachsynchronisieren muss, geht 15 Minuten. Und der andere Teil, der geht dann nochmal 10 Minuten. Den muss ich aber nicht nachsynchronisieren. Das ist ein bisschen Glück, habe ich. Hier ist ein Naturschutzgebiet und ja. Nice. Schön, Windräder mal wieder. Ich weiß einfach auch gerade nicht ganz, was ich sagen soll. Ich genieße es einfach gerade hier, das Video anzuschauen. Ey, schaut mal, wie schön das hier ist. Und jetzt kommt ein geiler Clip. Habe ich natürlich extra so gemacht. Poddy! Nice. Das habe ich natürlich extra so gemacht, da ich wusste, dass Poddy da drin ist und ich wusste auch, dass sie gerade kommt. Und dann habe ich halt einfach draufgehalten. Und dann konnte ich sie einfach filmen, wie sie da rausrennt. Und es ist ein nicer Clip einfach. Also wirklich nice. Aber schau mal denn. Was schaust du? Also geschwitzt hat es da anscheinend, Polly, ne? Schwitzen tun wir hier, ne? Härchen, Zunge hängt mega weit raus. Ja, wusstet ihr, dass Hunde, wenn sie so hecheln, so. Ah, oh, kleine Timelapse übrigens. Also wenn Hunde so machen, dann hecheln die und das machen die immer, wenn die schwitzen. Und dann, ja, dann kühlen die sich ab. Weil Hunde kühlen sich so über die Zunge ab, wenn die so. Ja, so kühlen die sich dann irgendwie ab. Fragt mir nicht, wie das funktioniert, wenn irgendeiner Biolehrer oder was weiß ich was ist, dann schreibt's mir gerne in die Kommentare. Alter. Na, wisst ihr, Leute, mein Biolehrer ist echt voll streng. Meine Biolehrerin ist richtig streng. Ich musste da letztens Referat halten, weil ich einmal die Hausaufgabe vergessen hatte und zweimal habe ich einfach so einen Strich bekommen. Ja. Fragt mich bitte nicht. Ja. Es nervt auf jeden Fall, aber naja. Deswegen klinge ich an den Videos, die ich montags und freitags aufnehme, vielleicht auch wenn genervt. Weil am Freitag in der letzten Stunde habe ich Bio und am Montag in der vierten Stunde habe ich Bio. Zumindest am aktuellen Stundenplan zweites Halbjahr 2022. Weil wir hatten im ersten Halbjahr einen anderen Stundenplan wie jetzt im zweiten Halbjahr. Aber Bio ist gleich geblieben. Schreibt mir mal, ob das bei euch auf der Realschule auch so war. Oder ob es bei euch so ist, oder fragt mich nicht. Ist schon nice, wenn da die ganzen Bäume so stehen.
Wo sind Polly jetzt? Ach, da vorne. Ah, mal wieder ein Timelapse. Alter, wie Polly das so rumrennt. Alter. Ja, einfach so überall ins Rohr neigeschnitten, dass man das so. Das Wasser überall wenn rausfließt. Polly schwimmt! Nice! Und wieder raus. Und? Schütteln. Nice. So, jetzt gehen wir dann nochmal am Teich entlang. Willst du nochmal ins Wasser, Polly? Mal nachschauen. Mal schauen, ob sie nochmal ins Wasser geht. Warum habe ich gerade so komisch geredet? Ich weiß es, weil ich dumm bin. Wo gehst du denn jetzt wieder hin, Polly? Gehen wir nochmal eine. Hier ist die erste Pfote und dann. Ja, nice. Schön wenn schwimmen gehen. Und wieder raus. Wahrscheinlich gleich wieder schütteln. Alter, wie das Wasser auch rumspritzt, wenn der Schwanz so wedelt. So. Tsch, tsch, tsch. Nice. Nochmal schwimmen. Alter, warum bleibst du nicht einfach wegen länger drin und schwimmst dann 1000 Mal? Hier erwartet euch eine ganz besondere Aufgabe. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie weit so ein Weidtier springen kann? Nein, dann los geht's. Springt so weit ihr könnt und schaut, ob ihr mit den Tieren mithalten könnt. Grashüpfer 75 cm. Okay, schauen wir mal, ob wir es schaffen, so weit wie ein Grashüpfer. Oh ja, da ist auch der Grashüpfer. Ja. Du darfst auch gerne Anlauf nehmen. So, ne. Und zack. Ja, das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Eichhörnchen, 90 cm. Jo, ich sag mal so, das habe ich geschafft. Laubfrosch, 1,7 cm. Geschafft. Nächste. Hase, 3 Meter. Okay. Alle meine Entchen schwimmen auf den See. Springen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Muss sie in der Mitte treffen. Und warte mal, da vorne ist er ausgeflattert. So rum. So rum, gut. Alle meine Entchen schwimmen auf den See. Schwimmen auf den See. Springen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. So. Kennst du das Eichhörnchen? Was machen Eichhörnchen im Winter? Oh, sie machen einen Winterschlaf, sie sind langsamer, sie verhalten sich genauso wie im Sommer. Die machen eigentlich eine Winterruhe. Sagen wir mal Winterschlaf, aber eigentlich ist Winterruhe. Wozu braucht das Eichhörnchen seinen Schwanz? Zum Klettern, um Feinde zu vertreiben, zum Spielen. Zum Klettern gehe ich davon aus. 3. Wozu braucht das Eichhörnchen seine scharfen Nagezähne? A. Um andere Tiere zu verjagen, um Nüsse zu knacken. Safe. Wo lebt das Eichhörnchen? Auf den Bäumen, im Wasser, in Erdlöchern.
auf Bäumen. In dieser Teichanlage gibt es vor allem Karpfen. Bei dem Anblick dieser Fische kann man schon mal in Staunen kommen, wenn man ein großes, ausgewachsenes Exemplar zu Gesicht bekommt. Der Karpfen ist ein beliebter Speisefisch und kann auf verschiedene Arten zubereitet werden. ZB Müllerin, Art oder Blau. So, dann schauen wir noch mal. Hier könnt ihr eure Ninja-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich hasse Ninja. Springt vor Stamm zu Stamm, ohne dabei den Boden zu berühren. Kannst du es schaffen? Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Naja, so richtig springen war das jetzt nicht, aber egal. Hier erwartet euch eine ganz besondere Aufgabe. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie weit so ein Weidtier springen kann? Nein, dann los geht's. Springt so weit ihr könnt und schaut, ob ihr mit den Tieren mithalten könnt. Grashüpfer 75 cm. Okay, schauen wir mal, ob wir es schaffen, so weit wie ein Grashüpfer. Ja, da ist auch der Grashüpfer. Du darfst auch gerne Anlauf nehmen. So, nee. Und zack. Ja, das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Eichhörnchen, 90 cm. Jo, ich sag mal so, das habe ich geschafft. Laubfrosch, 1,7 cm. Geschafft. Nächste Hase. Und dann sage ich jetzt immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Skeletell. Tschüss.